Ein gutes Powersystem ist im Wesentlichen ein Muss in jeder Shonen-Serie geworden. Einige Powersysteme aus Animes können sein, wie das Chakra aus Naruto, das Nen aus Hunter x Hunter oder die Quirks aus My Hero Academia. Und während viele davon das Ergebnis sorgfältiger Planung sind, um komplexe, aber greifbare Schlachten zu schaffen, gibt es nicht viele Kampfsysteme, die so voller Persönlichkeit und Verrücktheit sind, wie die Teufelsfrüchte aus One Piece. Teufelsfrüchte sind magische Früchte, die mit dem Verzicht auf ihre Schwimmfähigkeit ihren Essern Kräfte verleihen, zum Beispiel die Fähigkeit, die Schwerkraft zu kontrollieren, von den Toten wieder aufzustehen oder sich in Mochi zu verwandeln. Allerdings sind natürlich nicht alle Teufelsfrüchte gleich stark und deswegen sind die heute die Top 10 der stärksten Teufelsfrüchte in One Piece, aber mit dem Unterschied, dass ich sie nicht ranken werde, sondern einfach die 10 insgesamt besten Versuche aufzuzählen, da ich mich nicht unbedingt gerne darauf festnageln will, ob es tatsächlich diese eine beste Teufelsfrucht gibt. Deswegen hat die Platzierung hier auch nicht wirklich viel zu sagen, es sind halt nur die 10 besten an sich. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr diese Früchte ja in den Kommentaren selber ranken und oder Früchte hinzufügen, falls ich sie hier nicht erwähnt haben sollte, denn es gibt so viele gute Früchte, dass ich sie nicht alle mit reinnehmen konnte. Aber genug gelabert, fangen wir nach dem Intro an. Die Fadenfrucht mag wie eine ziemlich lahme Teufelsfrucht erscheinen, bis Doflamingo anfängt, Menschen wie Marionetten zu kontrollieren und sie in der Luft einfängt. Abgesehen davon, dass es sich um eine sehr schnelle, marionettenähnliche Power handelt, kann die Fadenfrucht auch große Gebäude aus der Ferne zerschneiden, Menschen wie Kugeln durchbohren, einen riesigen Käfig erschaffen und sogar die eigenen inneren Organe des Benutzers reparieren. Es ist diese Kraft und Vielseitigkeit, die dazu beigetragen haben, dass Doflamingo so ein zäher Brocken war und die erwachte Form dieser Frucht ist ebenfalls sehr, sehr stark, daher würde ich sie schon zu den stärksten Früchten mit dazu zählen. Die Funkelfrucht. Admiral Kizaru ist vielleicht einer der am wenigsten gezeigten Marineadmiräle, aber das bedeutet nicht, dass die Leute ihn unterschätzen sollten, denn Kizaru hat die wahrscheinlich mächtigste Teufelsfrucht aller der ursprünglichen drei Admiräle und vielleicht sogar der neuen Generation. Die Funkelfrucht ist eine Teufelsfrucht vom Typ Logia, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, Licht zu erzeugen und sich in dieses zu verwandeln. Zusätzlich kann er sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, sowie gebündeltes Licht wie eine Art Laserstrahl abfeuern und seine Laser waren auch einige der zerstörerischsten Dinge in der One Piece Welt und wurden sogar von den berüchtigten Pazifistas genutzt und sie waren nicht ohne Grund damit ausgestattet. Die Serie hatte Kaido vor seinem großen Auftritt in Wano jahrelang angeteased und die Fans hatten sich gefragt, ob er seinem Hype wirklich gerecht werden könnte. Es war wohl für die meisten nicht sonderlich überraschend, als er sich schließlich in einen klassischen japanischen Drachen verwandelte, der ganz Wano überschattet. Kaido ist im Wesentlichen gottgleich und starrte mit böswilligen, betrunkenen Augen auf sein Land herab. Neben der schieren Größe kann Kaido mit seinem Drachenatem auch ganze Landstriche in die Luft jagen. Wir werden wohl noch eine Weile warten müssen, bis wir das volle Potenzial der Frucht sehen, aber die einzelne Vorführung hat sicherlich die Fantasie und Albträume der Menschen entfacht und Kaidos unglaubliche Beständigkeit ist auch aufgrund dieser Frucht zu erklären und sie ist deshalb definitiv einer der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Zoan-Frucht. Wie könnte diese Liste weitergehen, ohne die Teufelsfrucht des stärksten Mannes der Welt zu erwähnen? Edward Newgate alias Whitebeard war aus verschiedenen Gründen ein gefürchteter Mann, aber einer der einfachsten war, dass er möglicherweise die ganze Welt nur mit seinen Fingerspitzen zerstören könnte. Mit der Erdbebenfrucht ist der Benutzer in der Lage, seismische Schwingungen zu erzeugen und zu kontrollieren. Auf diese Weise kann man Schockwellen in der Luft erzeugen, ganze Tsunamis beschwören und sogar ganze Teile der Welt kippen, indem man die Luft greift und quasi umdreht. Vizeadmiral Zuro selbst sagte sogar, dass es keinen sicheren Ort auf der Welt vor der Kraft der Bebenfrucht gebe. Von Oda selbst wurde zudem gesagt, dass es die stärkste Paramezia-Frucht ist und heute gehört sie Marshall D. Teach. Apropos, kommen wir zur Finsterfrucht. Alles an der Finsterfrucht schreit irgendwie nach schlechten Nachrichten. Der Benutzer ist in der Lage, die Kraft eines schwarzen Lochs zu nutzen und alles innerhalb einer dunklen Aura zu konsumieren. Während einer der ersten Fälle,
in denen sie in der Serie gezeigt wird, wird die Finsterfrucht verwendet, um eine ganze Stadt zu verzehren. Sein Benutzer Marshall DeTeach alias Blackbeard verwendet sie sogar, um die Kräfte der Teufelsfrucht für eine gewisse Zeit aufzuheben, was in einer Welt, in der sich Teufelsfruchtnutzer daran gewöhnen können, sich unbesiegbar zu fühlen, ziemlich beängstigend ist. Der größte Nachteil dieser Kraft besteht darin, dass sie auch Angriffe absorbiert. Aber in den richtigen Händen oder den falschen kann diese Frucht verwendet werden, um einen dunklen Weg der Zerstörung zu ebnen. Sie ist die stärkste Logia-Frucht und dementsprechend natürlich in so einer Liste vertreten. Früchte vom Typ Logia verleihen ihrem Benutzer die Qualitäten und die Kontrolle über ein Element der Natur und sind im Wesentlichen unzerstörbar. Früchte vom Zoan-Typen sind Teufelsfrüchte, die ihre Benutzer in eine bestimmte Tierart verwandeln können. Und was für eine Überraschung muss es wohl für den ersten Kommandanten der Whitebeard-Piraten gewesen sein, als er die Vogelfrucht aß und sich in einen glitzernden Phönix verwandelte. Mit dem Phönix-Modell dieser Frucht kommt eine regenerative Eigenschaft für Angriffe, ähnlich der Unzerstörbarkeit von Logia-Typen, mit dem zusätzlichen Vorteil des Fluges und der Stärkesteigerung von Zoan-Typen daher. Der Nutzer, Marco der Phönix, erhält nicht nur eine regenerative Fähigkeit, sondern wir fanden auch heraus, dass er seine Kräfte nutzt, um andere zu heilen, was diese Frucht umso stärker macht. Die Barrierefrucht. Diese Frucht ist nicht die offensiv stärkste Frucht, aber das Ding ist, dass sie ihren Benutzer so ziemlich unzerstörbar macht. Basierend auf einer japanischen Kindergeste, bei der sie die Finger kreuzen, um eine Barriere gegen jemanden zu schaffen, den sie nicht mögen, gewährt die Barrierenfrucht ihrem Benutzer, Bartolomeo, eine einzige unzerstörbare Barriere, wenn er dasselbe tut. Im Gegensatz zu anderen Teufelsfrüchten, die ähnliche Eigenschaften der Unbesiegbarkeit verleihen, kann die Barriere selbst eine Vielzahl von Formen und Größen annehmen und erweist sich damit als ziemlich mobil. Bartolomeo hat diese Macht genutzt, um ein Battle Royale im Stillstand zu gewinnen und sogar eine riesige Mauer zu errichten, um eine große Masse von Feinden niederzureißen. Er ist unbestreitbar der gefährlichste Monkey D. Ruffy-Fan der Welt. Der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, hat gesagt, dass die Seelenfrucht eine stärkere Version von Gecko Morias Schattenfrucht ist und das aus gutem Grund. Anstatt die Schatten der Menschen abzuschneiden, um eine Zombie-Armee zu erschaffen, ermöglicht diese Teufelsfrucht ihrem Benutzer, Teile der Seelen der Menschen zu entziehen, um eine Armee aus so ziemlich allem zu erschaffen. Es wurde gezeigt, dass Big Mom eine ganze Armee aus sprechenden Tieren, Möbeln, Bergen und sogar ihrem eigenen Piratenschiff hat. Sie verwendet sogar Stücke ihrer eigenen Seele, um die lebendige Verkörperung von Feuer und Gewitter zu erschaffen. Die einzigen Einschränkungen der Teufelsfrucht, die bisher gesehen wurden, sind, dass ihre Armee nur dann die Kontrolle zu haben scheint, wenn Big Mom konzentriert ist und dass ihre Opfer sie fürchten müssen, um ihre Seelen zu verlieren. Während One Piece Skypiea Arc erklärt einer der Shandorianer, dass die Donnerfrucht die stärkste Logia-Frucht sei und Enel erschreckend stark ist. Oda hat sogar gesagt, dass Enel allein aufgrund seiner Kräfte leicht ein Kopfgeld von 500 Millionen Berry haben könnte. Es wurde gezeigt, dass Enel selbst Blitzangriffe von bis zu 200 Millionen Volt erzeugt, deren Explosionsradius Kilometer umfasst. Er kann sich blitzschnell bewegen, Metalle manipulieren, seine Größe ändern, elektrische Schallwellen hören und sogar sein eigenes Herz in Gang setzen, wenn es stoppt. Die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten, wäre, wenn man irgendwie aus Gummi wäre, aber ehrlich Leute, wäre es schon aus Gummi. Die OP-OP-Nummi. Wenn man bedenkt, dass diese Teufelsfrucht wörtlich OP geschrieben wird, ist es sehr wahrscheinlich zu sagen, dass die OP-OP-Nummi die overpoweredste Teufelsfrucht ist. Durch die Schaffung eines Rooms kann der Benutzer wirklich alles auf seine Weise manipulieren. Sein aktueller Benutzer, der Chirurg des Todes, Trafalgar Law, ist in der Lage, alles und jeden zu schneiden, sofort die Position von zwei beliebigen Objekten zu wechseln, die Persönlichkeit von Menschen zu ändern, das Geschnittene an anderen Objekten zu befestigen und sogar das Abschneiden und Halten von Körperteilen, solange sie noch am Leben sind. Es wurde sogar gesagt, dass der Benutzer in der Lage ist, jeder Person unter Opferung ihres eigenen Lebens Unsterblichkeit zu verleihen. Die einzige Einschränkung scheint die Ausdauer des Benutzers zu sein und wenn jemand ein stärkeres Haki hat als der Nutzer, kann man auch nicht mehr so viel anrichten. Aber das soll es mit den meiner Meinung nach wahrscheinlich 10 stärksten Teufelsfrüchten aus One Piece gewesen sein, aber es gibt noch einige kleine Honorable Mentions, die man hier erwähnen könnte, denn die Magma-Frucht ist auch ziemlich stark und eine sehr geile Logia-Frucht, mit der man wirklich Unmengen an Schaden anrichten könnte, sodass sie hier auch hätte erwähnt werden können. Des Weiteren muss man, finde ich, auch die Hobby-Frucht erwähnen, welche ultra overpowered ist, da der Nutzer mit nur einer Berührung Menschen und Tiere in Spielzeuge verwandeln kann und damit auch alle
alle Erinnerungen an das Opfer von den anderen gelöscht werden. Es spielt dabei keine Rolle, wie stark eine Person ist, solange der Benutzer einen berühren kann, wird diese Person in ein Spielzeug verwandelt und dann bist du quasi schon besiegt. Natürlich, die Gum-Gum-Frucht von Ruffy kann man auch erwähnen und ja, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt für Früchte, dann wie gesagt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder versucht diese Früchte in einer Top 10 einzuordnen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für weiteren One Piece Content. Gerne auch auf Twitter und Instagram vorbeischauen, beides in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten soll es das nun wirklich gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kudo, haut rein!